Crossbow. Ja, grüß dich, liebe Leute, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge der Allerletzten Helden. Heute die Mischung Armbrustschießen und Bogenschießen. Wir vergleichen das. Wir haben Targets da, wir haben unser streng geheimes Testlabor auf dem Dachboden, der ganz gut getarnt ist als Dachboden. Ich hoffe, es macht euch Spaß. Wenn es euch passt, lasst uns vielleicht ein Like oder ein Abo da, das würde uns sehr freuen. Genau, wir haben uns nämlich Ziele gesetzt und wir sind ganz nah dran, das zu erreichen. Gebt Gas, immer unten drauf drücken, der Knopf da unten ist. Irgendwo oder da oben, je nachdem, wo man dann nachher halt hinkommt. Ich tue ihn daher. Viel Spaß beim Zuschauen, los geht's. Sie, passt! Benjamin ist so lieb und erklärt uns jetzt einmal kurz, wie das Red Dot System funktioniert bei einer Armbrust. Im Endeffekt hast du drei Punkte drinnen, verschiedene Entfernungen. Du sagst, wenn du sagst 10 Meter, 15 oder 20 Meter, ja, hast du quasi für die erste den oberen Punkt, für die zweite den mittleren und den unteren für die ganz große Entfernung halt. Okay, alles klar. Aber Vergrößerung hat das Ding Nein. nicht. Das ist 1 zu 1. 1 zu 4, 1, also 1 mal 40, das heißt, das ist der Objektivdurchmesser und halt einfache Vergrößerung. Das ist keine Optik, die vergrößert. Schau mal, wo das hingeht, das Ding. Was haben wir da für Entfernung ungefähr? Kannst du das sagen? Was kann das sein? 12, 15 12, Meter? 12, 15 Meter hätte ich schon gesagt, dass das ungefähr ist. Ja? Okay. Ich muss einmal schauen, wo die hingeht. Schauen wir gemeinsam hin, ja. Ich habe ungefähr da erzielt. Das heißt, oben rechts, das heißt, ich muss das so raufdrehen, also raufdrehen und dann rüberdrehen, dann passt das. Okay. So funktioniert das eigentlich grundsätzlich normal bei diesen Sachen. Na, easy cheesy. Was wir jetzt gemacht haben, eben das Reddot. Das Reddot einmal verstellt. Jetzt machen wir wieder einen Probeschuss und schauen, ob das schon was gebracht hat. Puh, aha. Die sind ziemlich gleich noch geblieben, das heißt, da muss ich noch mehr drehen. Okay, ja, die sind ziemlich nah, aber vielleicht sollte man wirklich einen zentralen Punkt machen, oder? Ja, super. Schauen wir mal. Was hast denn du da für ein praktisches Werkzeug, sag mal, Benjamin? Das ist super praktisch, das So, jetzt schauen wir mal. Wie gesagt, ich weiß noch nicht ganz, wie das reagiert. Wie gesagt, wenn man abdreht, geht es weiter runter, das Ding. Jetzt schauen wir mal, drehen wir das mal ganz zacken da runter. Gut. Sie. Probieren wir es aus. Voll frei. Okay. Holla die Waldfee. Schauen wir mal. Du hast gelernt, dass bei diesem Red Dot, wenn du auf Up drehst, dann geht es nämlich anscheinend weiter rauf. Wie gesagt, man sieht eben von darüber und das Loch da hinten, tasten uns langsam in die richtige Richtung, das war der letzte Pfeil. Und wenn man jetzt noch einmal so nachschärft, sollte es eigentlich passen und dann ist das Visier soweit eingestellt. Armbrust mit Schaf. Ohne Schnitt. Ja. Ja, ich denke. Ja. Ich kann davon ausgehen, dass das Visier jetzt eingestellt ist. Die Präzision habe ich mit der Technik noch nicht so ganz raus. Aber die haben wir erst selber beigebracht, also noch nicht so lang. Die sitzt noch nicht so ganz wie das Europäische. Geht halt jetzt für mich, also ich mache das rein intuitiv, ohne Ziel. Ohne irgendein Hilfsmittel. Geht der erste Pfeil jetzt überraschenderweise gar nicht so weit nach rechts, wie ich glaubt hätte. Ja. Ja,
bin noch immer kein Meisterschütze, aber ich finde die Streuung ganz okay. Ah, das Bier haben wir gar nicht geschossen. Ah, ich denke mir noch, irgendwas fehlt. Ja, ja. Wurst. Ja, Ich wollte schon sagen, wir haben einen Gewinner. Jetzt muss ich sagen, okay, passt, jetzt bin ich ein bisschen entspannter. Ich habe zumindest eine Chance überhaupt irgendwie auszugleichen. Ne? Oh, es wackelt, okay. Es hat sich ausgezahlt, dass ich das Visier verstellt habe, während du essen warst. Jetzt schaue ich nochmal kurz. Gibt's ja nicht, weil da links oder rechts ein Mensch ist. Schauen wir uns das an. Aber ziemlich knapp. Also ich hätte gesagt, du hast verhindert, dass runterfällt. Ja? So wie du sagst, ja. Lean on me. Ich bin sicher, dass sich die Optik, die Billige von alleine verstellt hat. Das wird das Problem sein, fürchte ich. Ganz schön zermörschert, die Bottle. Ja, nicht schlecht. Nicht ganz mittig, aber gut, nah dran. Gut, dass wir den Punkt haben, zum Analysieren, wo es hingeht. Ich glaube, bei mir ist auch alles verstört. Ja, also die Fähigkeit, dass die Leute links anhalten, weil das schaue ich nicht mehr. Du wirst überhaupt nicht da. Du, ja, okay, stimmt. Wie lange wir brauchen Sie? Ja, nein, Moment, runterfallen. Aber ja, das ist noch nicht runtergefallen, oder? Sammeltechnik zum wirklich präzise sind, habe ich noch nicht ganz so. Ah, knapp. Mein Plan ist ja eigentlich wie Messerwerfer rundherum. Das ist ein guter Plan. Ich konzentriere mich jetzt. Ich war die ganze Zeit am Lutschen. Runtergefallen ist. Jetzt habe ich halt wieder die Ausrede, jetzt brauche ich ein bisschen umgestellt. Ja, 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 ja. Ah, na schau. Schön zentral getroffen. Ah, bisschen zu hoch, ja. Aber ja, wobei das damit kann man leben, oder? Na. Also gut, einigen wir uns auf unentschieden.